Die Belastungen sind enorm und das ist ein Riesenproblem in der heutigen Zeit. Das heißt, wir müssten dreimal mehr Regenerationsprozesse einleiten, um diesem Ungleichgewicht entgegenzuwirken. Herzlich willkommen zur Gesundheit mit Florian Sauer. Und Andreas Paffra, deinem Podcast für ein gesünderes, vitaleres und glücklicheres Leben. Folge 13. Ihr Lieben, bevor wir reingehen in den Podcast, das heutige Thema, ein sehr spannendes Thema, direkt noch ein wichtiger Hinweis auf unser nächstes Live-Webinar, zu dem wir dich gerne einladen möchten. Und zwar findet es am 12. Februar 2019 statt mit dem Thema, wie du in 5 Tagen deine Selbstheilungskräfte aktivierst. Und wenn du dabei sein möchtest, hast du 2 Möglichkeiten. Entweder guckst du in den Link, der in den Infos zum Podcast, oder wenn du dir das Ganze auf YouTube anguckst, direkt unten drunter findest, dort klickst du drauf. Oder wenn du unterwegs bist, kannst du uns auch eine SMS schicken an die deutsche Nummer 0177 1789 317. Und die SMS schreibst du das Stichwort Selbstheilung, ein Leerzeichen und dann deine E-Mail-Adresse. Und darüber kannst du dich dann anmelden. So, jetzt zum heutigen Thema. Unser Thema heute lautet ja Müllverbrennung in deinem Körper. Ja, Florian, Müllverbrennung in unserem Körper klingt spannend, aber was es jetzt genau sein soll, ich glaube, das ist jetzt die große Frage. Was verstehst du unter Müllverbrennung im Körper? Naja, stell dir vor, dein Körper besteht aus rund 100 Billionen Zellen. Das ist mal eine Summe, eine krasse Summe, ja. Genau. Und in diesem Verhältnis muss es ja darum gehen, wenn das jetzt Menschen wären, dann Gleichgewicht zu finden. Das nennt man Homöostase. Das heißt, wenn irgendwelche Zellen durch Stoffwechselprodukte beschädigt sind, nicht mehr gut funktionieren, dann werden sie entsprechend regeneriert, sie werden ausgetauscht. Das ist der eine Fall, das ist ein Zellstoffwechsel der Körper. Und das andere ist, ein anderes Beispiel, du gehst essen und dieses Essen liefert dir Nährstoffe. Diese Nährstoffe nimmt sich der Körper, aber es entstehen auch Abfallstoffe, Ballaststoffe, Faserstoffe, auch Giftstoffe und diese scheidet der wieder aus. Das heißt, gesammelt sind das störende Abfallprodukte, die, damit sie die Zellen nicht beschädigen, eben als Sperrmüll den Körper verlassen. Und das nennen wir Restmüll oder Recycling von Körperzellen und Stoffwechselnebenprodukte und diese werden dann vom Körper ausgeschieden. Das sind dann die Helfer unseres Immunsystems, die eben diesen Zellmüll beseitigt und damit aber auch Krankheitserreger und allesamt in einem Pott eben zur Ausscheidung bringen. Und dafür haben wir Ausscheidungsorgane und dafür haben wir ein integriertes Reinigungssystem, das uns fit hält. Ja, klingt ja erstmal ganz interessant. Ausscheidungsorgane haben wir eine ganze Menge. Mhm. Die nächste Frage, die ich dir jetzt gerne stellen würde, ist, funktioniert das bei uns Menschen heute denn genauso wie früher? Denn ich sag mal, mit Drecken und Giften haben wir ja eine ganze Menge zu tun. Ich verweise auch auf unsere vergangenen Podcasts dazu. Wir haben ja ganz, ganz viele Dinge, die wir über unsere Nahrung, über die Luft, übers Wasser aufnehmen. Ist das heute noch genauso wie früher? Funktioniert das anders oder was sagst du dazu? Naja, die Ausscheidungsorgane sind die gleichen geblieben. Wir haben den Mund, wir haben die Nase, die Augen, die Ohren, den Dickdarm, die Blase, die Haut als größtes Ausscheidungsorgan und das unterteilt sich nochmal in verschiedene Drüsenbereichen. Also dahingehend haben wir uns nicht weiter verändert. Aber die Belastungen, die heute auf uns zukommen, die haben sich ver-3000-facht. Ein kleines Beispiel, noch vor 80 bis 100 Jahren habe ich einen Braten mit Klöße und Soße zum Beispiel gegessen, da waren 2 Aromastoffe drin, Pfeffer und Salz. Und heute habe ich 38 Aromastoffe, Konservierungsstoffe, neben Glutamat, Farbstoffe und Entkeimungsmitteln drin, Spritzmitteln, VOCs. Das heißt, auch hier ist schon klar, okay, der Körper hat bei diesem Essen zu früher viel mehr Belastung. Wir mischen aber heute auch sehr viel. Also mich würde doch nicht wundern, wenn da noch viel, viel mehr heutzutage als 38 drin sind. Also Konservierungsstoffe, das, was auf der Packung draufsteht vielleicht, aber es gibt ja wahnsinnig viele, die gar nicht deklariert werden. Wahrscheinlich kommen wir da auf noch eine viel größere Summe, ja.
Ja, ich versuche mich immer ein bisschen zurückzuhalten. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Das heißt, das, was wir wirklich nachweisen können, sage ich, sind wir bei 38 Stoffen. Und wenn der Körper jetzt das Essen verdaut, hat er ja viel mehr Arbeit, als es früher war. Und für diese Arbeit braucht er auch wieder Entspannung. So, wir sind heutzutage eben Workaholiker. Wir haben die äußeren Einflüsse aus der Umwelt, die Verschmutzungen unseres Wassers, der Kleidung. Sehr viele Chemikalien sind in unserem Umlauf, die es früher gar nicht gab. Glyphosat gab es auch früher nicht. Ne? Die 3-4-Felder-Landwirtschaft gab es nicht. Also die Belastungen sind enorm und das ist ein Riesenproblem in der heutigen Zeit. Das heißt, wir müssten dreimal mehr Regenerationsprozesse einleiten, um diesem Ungleichgewicht entgegenzuwirken. Hm. Ja, also es gibt ja viele Stoffe, die du angesprochen hast, aber ein Stoff, der ganz maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass unser Körper, ich sag mal, voll wird, verschlackt, oder wie auch immer das jetzt Ganze nennt, ist Zucker. Mhm. Ja, ich habe jetzt ganz aktuell ein Interview mit Professor Dr. Spitz gehabt und da ging es unter anderem auch um das Thema Zucker und er sagte auch, also Zucker im Blut ist wirklich mit ganz massiv dafür verantwortlich, dass der Körper ja, starken Belastungen ausgesetzt ist und der Körper versucht massiv dagegen vorzugehen und Zucker und andere Stoffe, ja, natürlich wieder rauszukriegen aus dem Blut, aus dem Körper rauszukriegen und weil er es eben nicht schafft, weil es viel zu viel ist, macht er Folgendes, er lagert sie irgendwohin ab und dazu benutzt er Fette. Also das heißt, mit gesunden oder auch ja, halbwegs gesunden Fetten versucht er die Giftstoffe zu binden und lagert sie dann im Bindegewebe ein. Genau, zum einen die Fette, aber zum einen auch die Wassereinlagerung. Das heißt, es entsteht eine Neutralisation, es entsteht ein Verdünnungsverhältnis. Der Körper blockiert sich also, weil er sagt, es ist ja mehr Arbeit da, als ich schaffe. Also baue ich die Stapel erstmal höher, höher. Wir kennen das ja alle, ne? Wer so ein Eis und ein Stück Kuchen und so, dann sagt man, man wird dick davon, aber das stimmt so nicht. Man wird nicht von dem Kuchenfett, sondern man wird von den Stoffwechselnebenprodukten, die damit im Zusammenhang stehen, eben weil da Zucker drin ist, weil da Gluten drin sind, weil da Backtriebmittel drin sind, die der Körper nicht verträgt, dann dick, weil er die Gifte da drin verdünnen muss. Und deswegen sage ich ja immer, es gibt keine dicken Menschen, es gibt nur verschlackte Menschen und die müssen was tun. Ja, also viele empfehlen ja, wenn man so dick ist, Diäten. Ja? Es gibt ja hunderte und tausende Diäten. Was empfiehlst du deinen Klienten? Also Diäten sind ganz schlimm. Also das ist das Schlimmste, was man in diesem Zusammenhang, wenn man sich zu dick fühlt oder auch vergiftet fühlt, machen kann. Warum ist es so? Weil es ja, um Abhilfe zu schaffen, darum geht, eine Regeneration einzuleiten. Es geht ja gar nicht darum, Zellen zu töten. Und Andreas, wenn du jetzt mal nichts mehr isst, dann geht der Körper ja an deine Reserven hinein. Das heißt, er geht an diese Fettzellen, von denen du vorhin gesprochen hast, und zersetzt sie. Er muss ja an Kohlenhydrate ran, er braucht Protein, er braucht Eiweiße, also geht er an deine Stofflichkeiten ran. Er geht aber auch an deine Muskelmasse ran und du baust hier dann enorm viel Muskelmasse ab, die du nicht aufbauen kannst. Und in diesen Fettzellen, die auch da mit im Gewebe hängen, sind ja die Giftstoffe. Und die werden dann konzentriert gelöst, aber niemals ausgeschieden. Der Körper geht sozusagen in einen Zellwinter Schlaf hinein, das heißt, die Zellen haben keine Energie, können sie auch nichts machen. Und sobald du aus der Diät wieder rausgehst, sind sehr viele konzentriert gelöste Giftstoffe da, die der Körper dann in seiner Rückvergiftung versucht, irgendwo wieder einzulagern, wieder anzuheften. Und das ist das, was meistens dann die Immunschwächen bringt, was dann die krassen Reaktionen von Ausbrüchen von Krankheiten, eben Ausscheidungskrisen, dann wieder mit sich bringt. Ja. Es geht also auch darum, dass wir zum Beispiel in unserem Gehirn sogenannte neurone Zellen haben. Und diese Zellen benötigen ständig Energie. Da kannst du nicht einfach eine Diät machen und ihnen die Energie wegnehmen. Sie müssen sich also nachhaltig regenerieren, weil sonst diese eben angesprochenen Gifte freigesetzt werden, die sich dann wie Schwermetalle, Toxine, Narkosemittel, Impfstoffe, Konservierungsmittel, Kosmetikas und so weiter dann so nennen. Also du kannst dir sicherlich vorstellen, dass wir da anders rangehen müssen an diese ganze Geschichte und wir müssen eher den Körper in einen Recyclings- und Verbrennungsmechanismus hineinbringen, der die Zellen regeneriert, ohne das Zellsterben vor allem im Gehirn zu beginnen und wir damit sozusagen im Sinne dieser Homöostase ein Gleichgewicht finden zwischen diesen Katabolen und Anabolen Zuständen. Das heißt, der Körper kann das, was er entgiftet, auch ausmisten, rausschmeißen. Und diesen Fehler haben wir bei den Diäten, denn die entgiften nichts, die bringen nichts raus und den Menschen geht es im Nachhinein schlechter wieder vor. Das kennen wir von den wie sagt man, Andreas? Hilf mir kurz auf die Sprünge. Was meinst du, Jojo-Effekt oder was meinst du? Der Jojo-Effekt, genau. Der Jojo-Effekt und
Es sind also heutzutage Sondermaßnahmen notwendig. Und ich nenne das Entgiftungsfastenmaßnahmen, die man kombiniert aus altem Wissen mit verschiedenen Kräuterextrakten und so weiter. Da gehen wir vielleicht noch drauf ein, um den Körper hier effektiv beim Binden, Lösen und Ausscheiden unterstützt. Ja, jetzt haben wir schon so viele Fachworte heute gebracht, bin ich gar nicht gewöhnt. Jetzt bring ich auch noch einen Fachbegriff. Und zwar einer, der durch die Medien jetzt häufiger geistert. Das ist die Autophagie. Also da geht es einfach darum, störende Abfallprodukte, also wie du es gerade gesagt hast, und wertlose Proteinreste beschädigte Zellbausteine, die werden jetzt einfach abgebaut und durch diesen sogenannten Autophagie-Prozess beseitigt. Man kann es vielleicht zusammenfassen unter dem Motto, wir haben keinen Zucker mehr, hurra, dann haben wir jetzt endlich mal die Zeit, Zellmüll abzubauen, also so ein Aufräumprozess. Genau, darum geht's. Also Autophagie ist ein ganz tolles Wort und dieser Selbstverzehr, das ist ein Vorgang, den wir uns zu Nutzen machen können, damit der Körper die falschen und alten Bestandteile abbauen kann. Und in Tumorzellen wird dieser Mechanismus ja auch zum Beispiel in der Krebstherapie angekurbelt. So beschreibt uns jetzt zum Beispiel die Medizin. Ich sehe das etwas anders. Ich sehe es so, ich unterstütze den Körper mit den richtigen Maßnahmen dabei, viel effektiver dabei zu sein, Gifte zu lösen, zu binden und das, was nicht hingehört, abzutransportieren und auszuscheiden. Und das in einen relativ kurzen, aber aktiven Prozess. Und das baue ich immer in ein Kurzzeitfasten mit ein, Andreas. Letztlich ist es ja so, dass wir nur in die Natur schauen müssen. Ich sage ja auch immer, die Natur ist letztlich perfekt. Und wenn wir uns die Natur mal anschauen, wie ist denn in der Natur, wenn ein Tier verletzt ist, eine Katze oder ein Vogel oder was auch immer, oder krank ist, dann ziehen sich die Tiere zurück. Die nehmen sich eine Höhle, krümmeln sich da irgendwie rein, ja, und dann bleiben die so lange da liegen, ohne Essen, ohne Trinken, bis sie da erstaunlich fit wieder herauskrabbeln ein paar Tage später. Andreas, das ist völlig korrekt. Das heißt, der Körper kommt durch Weglassen aller normalen lebenden Maßnahmen in einen Selbstheilungsprozess, entgiftet. Manchmal haben Tiere auch Löcher gebuddelt und haben noch Erde gegessen, weil Tonerde oder Erde überhaupt bindend ist für Giftstoffe. Nur müssen wir halt berücksichtigen, dass wir heutzutage keine Tiere sind und Tiere nicht diese Belastungen haben, denen wir unterliegen. Das heißt, der heutige Lebenswandel der Menschen hat sich so geändert, dass für zum Beispiel normale Menschen im normalen Leben Wasserfasten in der heutigen Zeit gar nicht mehr möglich ist, weil sie durch das Weglassen der Nahrung in diesen Entgiftungsprozess gehen und mehr Gifte lösen, wie sie ausscheiden können. Und da gilt es natürlich, von den alten Fastenmethoden, die früher noch hilfreich waren, beispielsweise vor 40 bis 80 Jahren, wie zum Beispiel Wasserfasten, was ich ja auch für sehr viel effektiv halte als eine normale Diät, indem man auch mit Brühen und so weiter arbeitet, das zusätzlich zu unterstützen, weil sonst passiert ja gar nichts im Körper außer Rückvergiftung. Es ist also wichtig, den Körper beim Fasten die nötige Entlastung zu geben, aber auch die nötige Entgiftung für die Ausleitung und zu verhindern, dass die eigene Muskulatur dabei abgebaut wird. Also, dass Zellen sich eben regenerieren können und sich nicht umbringen. Und dafür brauche ich kolloidale Mineralstoffe, ich brauche die nötigen Kräuterextrakte, die mich damit unterstützen und ich brauche auch gewisse ausleitende Maßnahmen, die effektiv den Darm und alle körperöffnenden Ausscheidungsorgane darin zu unterstützen, mehr auszuscheiden als zu lösen. Dann kann ich das sogar in meinen Alltag einbauen, Andreas, in meinen Beruf. Ich kann das, wie man das vom Intervallfasten kennt, auch mal über einen längeren Zeitraum hinausgehen, wie 16 Stunden pro Nacht nicht zu essen, aber dann der Wert der Entgiftung enorm hoch ist, dass ich mit Energie, Leichtigkeit, Vitalität und vor allem Freude mein neues Leben durch diese kleinen Intervalle begegne. Und darum geht's. Genau, und ich finde das total spannend, wie der Körper mit sowas umgeht. Wenn man also sozusagen diese Standardstoffwechsel, ist ja so, durch das Essen zwängen wir dem Körper ja einen Stoffwechsel quasi auf. Ja? Wenn man jetzt davon befreit und sagt, du brauchst es jetzt nicht, wir nehmen keine Nahrung zu uns, dann kann er diese Energie plötzlich nehmen und für andere Prozesse im Körper nutzen. Also sei es eben solche Aufräumarbeiten, aber auch Heilungsprozesse. Das heißt, wenn ich eine Wunde habe oder wenn ich eine OP hatte oder irgendwas, das sind alles Sachen, die plötzlich viel, viel schneller verheilen, als wenn ich mich einfach ganz normal weiterernähre. Gehe ich ins Fasten jetzt rein und lasse das weg, plötzlich ist der Körper in der Lage und kann viel, viel schneller regenerieren. Und das finde ich total faszinierend. Und ich finde es auch faszinierend zu sagen, so ein klassisches Fasten ist einfach, es funktioniert heute nicht mehr oder es bringt Probleme mit sich. Und wenn du da mehr darüber erfahren möchtest, dann kann ich dir nochmal
unser Webinar ans Herz legen, wie du in 5 Tagen deine Selbstheilungskräfte aktivierst. 12. Februar live. Und ja, ich sage nochmal ganz kurz die Handynummer, die du eine SMS schicken kannst, wenn du mobil unterwegs bist, ist die 01771 789 317. In die SMS schreibst du das Stichwort Selbstheilung, Leerzeichen und dann deine E-Mail-Adresse, schickst die ab und dann bekommst du eine E-Mail mit allen weiteren Informationen zugeschickt. Oder du guckst die Infos zu diesem Podcast in die Shownotes und da gibt es auch alle Informationen, wie du dich dazu anmelden kannst. Genau, Andreas. Es geht also darum, sich das Wort Autophagie mal richtig anzuschauen. Das kann man auch schon mal googeln, um sich so ein bisschen darauf vorzubereiten. Und in unserem Webinar gehen wir dann in die Tiefe hinein und erklären noch, was die Ursache ist, mit dem Mineralmangel in der heutigen Zeit effektiver zu entgiften und den Körper darin zu unterstützen. Also, wie machen wir das so? Genau, das ist sicherlich für viele ganz spannend, um mal zu wissen, wie funktioniert denn heute besser, damit ich eben keine Probleme kriege beim Fasten, um mit diesen Giftstoffen, die im Körper drin sind, zurechtzukommen und meinen Körper effektiv in die Selbstheilung zu bringen oder Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Genau. Florian, gibt es noch ein Abschlusswort von dir? Nee, das war eigentlich alles. Ich freue mich auf das Webinar natürlich und für alle, die sozusagen sich inspirieren lassen, mal ein richtiges Detox-Entgiftungsfasten anzugehen, um den Körper mit den nötigen Kredenzien darin zu unterstützen, eben effektiv zu sein. Also es muss einem definitiv danach besser gehen wie davor, sonst hat man da wohl was falsch gemacht. Genau. Prima, da freuen wir uns auf deine Erfahrungen, auf die Informationen im Webinar. Lade dich nochmal ganz herzlich ein, dabei zu sein am 12. Februar live. Und ja, das war's schon wieder für heute bei der Gesundzeit. Wir freuen uns wie immer, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wir sagen ciao, dein Andreas Paffrath und Florian Sauer. Ciao. Tschüss. Wir hören uns.